Guten Morgen. Für euch alle. Nummer 319. Heute ist Donnerstag, der 18. Februar 2021. Naja, normalerweise müsste ich jetzt schon mit einem Frühlingsgedicht kommen, nachdem was da so draußen los ist. Also es ist ganz mild und der Schnee ist fast weg, aber eben wirklich nur fast, weil eben so viel gefallen ist. Also ich sehe noch ein bisschen was. Langsam wird er schmutzig. Es gibt aber einen, der hat über den Winter und über die Kälte auch wieder ganz herrlich geschrieben, weil er es eben konnte, Erich Fried. Und vielleicht kommt der Winter nochmal wieder, was überhaupt nicht schlimm wäre. Gerade nach dem Gedicht. Und obwohl es früh ist. Nebelabend. Hier in der Türe, wo der Nebel wartet, müsste ich wütend sein auf diesen Winter. Und den Zorn um mich schlagen als hochgeschlossenen Mantel. Und hinausgehen in die Kälte, die weich zurückweicht. Aber dem Nebel kann ich nicht böse sein. Dem Winter, vor dem mir bang war, kann ich nicht hassen. Stillender Nebel, tröstlicher, dienstbarer Dunst, ungewisse Umwölkung der unbevölkerten Gassen. Halb undurchsichtige Nachsicht der vorsichtig tastenden Nacht, langsame Einsamkeit, fast freundliches Frösteln. Dieser Winter ist kein Feind, der eisig zupackt, kein Pack von pfeifendem Wind und rasselnden Blättern, auch kein Pakt mit dem Tod, das erstarrt in der starren Zeit, sondern er wartet, als würde er helfen wollen. Ich finde, da kann man auch noch mal Kälte ertragen, finde ich. Kälte und Schnee. 1921 bis 1988 hat der tolle Erich Fried gelebt, in Wien geboren, der Österreicher. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Heute ist ja einer der Arbeitstage. Und es gibt auch Sonne. Sie kommt langsam hervor. Also genießt es. Bis morgen.